Beim Spiel des EC Euler Salzburg gegen die Kitzbüheler Adler zunächst einmal die Gäste am Puck. Die Gäste in den blauen Dressen versuchen es, Kontermöglichkeit, aber der Puck geht am Tor von Gregor Kohlhauser vorbei, der bei diesem Spiel im Tor der Oilers begann. Spielstand 0:0. Jetzt aber Bulli vor dem Gästetor. Die Oilers können sich befreien. Schuss, Nachschuss und Tor. 1:0, herrlich herausgespielt. Keine Chance für Thomas Hechenberger im Tor der Gäste, da irgendetwas zu machen. Ein wirklich sehenswerter Treffer. Jetzt aber wieder die Kitzbüheler Adler im Angriff. Schuss, ab und Tor. Ausgleich zum 1:1. Auch dieses Mal war Gregor Kohlhauser absolut chancenlos. Neuer Versuch. Immer noch die Oilers in der Scheibe. Gut aufgepasst. Herrliche Parade von Gregor Kohlhauser, der an diesem Abend eine ausgezeichnete Leistung bot. Schuss, abgewehrt, gute Aktion, war nicht so einfach, wie es aussah. Pass, immer noch ein Nachschuss und auch dieses Mal herrlicher Save. Jetzt wieder Kontermöglichkeit, aber es ändert sich nichts. Der Spielstand nach dem ersten Drittel lautete 1:2 aus Sicht der Oilers. Dann das zweite Drittel. Wieder sind die Kitzbüheler Adler an der Scheibe. Pass, Schuss und gut abgewehrt von Gregor Kohlhauser. Jetzt wieder die Kitzbüheler versuchen es über die linke Seite, bleiben am Puck. Aber die Gastgeber können sich befreien und einen Gegentreffer verhindern. Jetzt wieder die Adler im Angriff. Pass, fährt hin, Schuss und Tor, weiterer Treffer. Auch dieses Mal war Gregor Kohlhauser chancenlos, Spielstand nach 40 Minuten 1:3. Dann das Schlussdrittel, Schuss, abgewehrt, immer noch die Gastgeber am Puck, die sich jetzt befreien können, aber wie gesagt, kein weiterer Treffer. Jetzt wieder, Kontermöglichkeit. Versuchen es über die rechte Seite. Schuss, herrliche Parade mit der Fanghand. Auch das war nicht gerade einfach, auch wenn es vielleicht so aussah. Jetzt wieder. Pass. Immer noch die Gäste an der Scheibe. Versuchen es. Und Tor, weiterer Treffer. Und wieder mal war Gregor Kohlhauser geschlagen. Absolut keine Chance. Wieder Kontermöglichkeit. Rückpass, Schuss, gute Parade von Thomas Hechenberger im Tor der Kitzbüheler Adler und wieder ein Angriff. Neuer Versuch, Schuss, abgewehrt, aber Tenor und die Adler gewinnen mit 6:2 in dieser spannenden und durchaus interessanten